Oh, Lars hat die 1337, Edo, ich hab's gerade ganz kurz gesehen. Und wir haben einen Fireball. Der ist im Vortex schlechter wie im Reborn, finde ich. Ich sehe da Möglichkeiten für Triple. Aber ich sehe, dass ich das wieder nicht treffe. Let's get down. Ja, let's get down. Ja, passt schon. Weil entweder spiele ich jetzt, wie wir hier irgendwie. Oha. Nur 100. Moment, was war das mit mal 2? Was macht das hier noch nie 133? Ja, muss mit mal 233 halbes, irgendwas unter 70. Haut hin mit der Distance. Das war mal das eine. Für mich ging es ja tatsächlich schon los, da als Bottas nicht die 10 Wagenlänge beim Safety Car eingehalten hat gegenüber Hamilton. Das war für mich schon Investigation. Dann wäre die nächste Investigation gewesen für Verstappens Practice Start aus der Pit Lane. Du hättest jeden Scheiß investigieren können. Aber die haben wahrscheinlich gesagt, jeder Scheiße gebaut, machen wir mal lieber gar nichts. Bottas am Ende, okay, der hat vielleicht Ocon das Podium gehabt. Wäre vielleicht in dem Fall wichtig geworden, aber das war eine Frechheit. Also die letzten 15 Runden war ich, lol, mehr oder weniger AFK. Also ich weiß halt nicht, ob die FIA manchmal Verstappen, manchmal Hamilton boostet. Lol, nehme ich. Aber gefühlt ist es immer im Hamilton. Gut, ich bin natürlich auch ein Hamilton-Hater, sage ich ganz ehrlich, weil mich dieses ganze Gemecker und dieses Pussy-Getue sowas von auf den Sack geht. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Das war schon damals, als ich gegen Vettel gekämpft hat, schon so schlimm. Irgendwas Switcher, oder? Geil, ich mach Double Time mit 0 Damage, wollen mich verarschen. Ah! Der wäre er gewesen. So, wer gehört jetzt zusammen? Das ist die Frage. Wenn der ist, wäre scheiße. Das habe ich zum Glück richtig geahnt. Jawohl, passt. 4 Leute, 200. Ich hoffe, dass sich das bis nächstes Jahr ein bisschen beruhigt hat. Oh Baby, Alter, das ist geil. Ich habe jetzt zweimal. Wohl sich aber einmal Spiker, einmal Ninja gehabt, ne? Das ist halt das Geile am Vortex, muss man ehrlich gesagt sagen. Wenn du so ein Rennen mal drei am anderen Ende der Welt hast, kannst du es mit dem Portal halt einfach abkürzen und easy kriegen eigentlich. Ja. Geh, geh. Meine ich ja, ganz easy abkürzen. Buggy am Campen, meinst du den da? Wo ist die Camp zu Ende, Alter? What the fuck? Da. Nee, warte mal. Da üben halt. Oh, das trifft nicht. Ich versuche auf gute Shots zu gehen. Moa. Moa. Nice. Sehr schönes Gerät. Alien Odexe. Dankeschön für den Resub. Gucken, ob der Shot gut wird. Er wird der GG. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Der stelle ich gerade nochmal 3 Damage. Okay, fuck, welcher sind da als welcher? Jetzt wird's lustig. Es ist der. Oh, es war aber trotzdem scheiße. Ich wollte ein bisschen safe gehen, aber ich treffe ja trotzdem was. Hat ich, Mann, laute Überblendungen hier, ey. Mann, ein geiler Shot noch. Mann, ich habe 130 Spin, ich weiß nicht mal woher. Ja, im Stream ist das viel, wenn es eine ist, sage ich okay. Es geht ja bloß um den Stream. Ich bin echt halt froh, wenn ich keine kriege. Ich brauche nicht diese 80 Nachrichten am Tag oder sowas, wirklich. Bin fast froh, dass es nicht so ist. Wenn die Prüfungsphase wieder kommt, bin ich froh, dass ich bloß noch eine habe und zwei, die so nebenbei laufen, also insgesamt 3. Dann lache ich sie alle aus, weil sie alle im Verzweifeln sind. Mit der ersten Woche vorher anfangen, weil sie meinen, das reicht. Hallo, Spider Gaming, ey. Drei Prüfungen noch, ey. Und dann nie wieder lernen, ey.
Dann bloß noch diese zwei Arbeiten schreiben und einen Praktikumsbericht. Gott sei Dank, ey. Ist aber nicht schön jetzt von dir. Warte mal, reden wir jetzt von diesem Samstag oder vom nächsten Samstag? Hat Sepp Malkiesen 18. Nächster, ne? Ja, gut. Ich dachte gerade so, hey, warte mal, diesen Samstag ist noch gerade Darts WM. Die ist erst nächsten Samstag. Also, die ist doch schon am Laufen nächsten Samstag. Ja, wer Zeit hat zum Suchten. Ich weiß gar nicht, was mein nächstes Solo-Q-Projekt wird. Muss GTA 4 DLC noch auf 100% kriegen. Aber da habe ich aktuell nicht so viel Bock drauf. Aber das Jahr muss ich eigentlich fast auch nichts mehr anfangen. Wobei eigentlich eher noch umso mehr das Jahr. Weil ab nächsten Jahr wird es sofort abend, was ist das dann, der 10. oder so? 6, 7, 8, ab dem 10. Jahr. Wird es voll, schätze ich. Ja, sowieso, ich habe am 15. schon Prüfung und zwar gleich zwei am gleichen Tag. Aber da muss ich mal die Woche wenigstens durchhasseln. Soll ja nicht so schwer sein. Aber ich habe mir jetzt Hot Pursuit geholt, also NFS, weil es kostenlos war durch Amazon Gaming oder wie immer das heißt. Auf Origin ist es zwar leider, aber hey, habt's auch kostenlos. Jetzt hat sich das Prime-Abo wenigstens in dem Jahr wirklich gelohnt. Ein komplettes Jahr, ja gut, in zwei Wochen kann ich es wieder verlängern. Prime Gaming Abo auf Twitch verhaut. Jetzt hat Hot Pursuit gekriegt. Ein paar Filme auf Amazon Video Dingsbums da geschaut. Hat sich gelohnt, die, keine Ahnung, wie viel zahlt ich denn überhaupt? 35? 40? 50? Keine Ahnung. Prime Student halt. Hat sich gelohnt, das Jahr. Weil, nimm an, du zahlst 60 im Jahr. Gut, es sind die Twitch-Preise gesunken. Auf 3 oder 4 Dollar. Wenn du es mal vom normalen Preis von vor ein paar Wochen noch rechnest, dann. Und du würdest 60 Euro Twitch-Abo zahlen im Jahr und du machst Prime-Abo, dann kommst du aufs Gleiche raus. Also, allein dadurch hat es sich halt schon gelohnt. Da musst du noch ein paar Filme schauen. Was mich da aber eher abfuckt bei Amazon. Du musst halt eigentlich jeden Film leihen oder kaufen. Und diese 2 Euro oder 3 Euro, und wenn sich das hochrechne auf die 10 Filme oder sowas, Alter, ey, dann sind das 20, 30 Euro, das sieht mir irgendwo nicht ein. Eben, also Amazon Serien oder Filme, da schaut's ganz dunkel aus, ey. Also wenn es dann geil sehen willst, ja, ne, kaufen oder leihen für 2,99 Euro oder kaufen für 7,99 Euro.
Aber ich glaube, wenn du nicht Prime-Kunde bist, dann hast du die Option auch gar nicht, dass du den kaufen oder leihen kannst. Weiß ich aber nicht, weil ich bin Prime seit 5 Jahren. Davor war ich da. Jetzt, seit wann ist dieses nicht Smart Home. Was ja dieses Netflix and Chill quasi. Seit wann ist es eigentlich so im Hype? Ich meine, ich habe Netflix auch erst seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Gut, da war ich auch schon ziemlich spät. Also, wenn dieses Netflix and Chill seit 5, 6 Jahren im Hype ist, dann wäre es gefühlt fast viel. Weil ich glaube, ich habe Prime-Kunde damals gemacht. Da gab es kein Prime Gaming. Und Video war da immer da am Anfang. Keine Ahnung. Also, Gaming gab es auf jeden Fall nicht. Dieses Twitch-Ding gab es da auch noch nicht. Es hat sich gefühlt in die letzten 3, 4, 5 Jahre kam das erst alles, ey. Dass du alles über, wie heißt denn die Scheiße? Video on Demand, so rum. Dass das erst so weit ging. Ich kann halt nur nachschauen, wann sich mein Prime Gaming verlängert und jetzt halt, wann ich Prime Gaming Kunde bin, oder kann es doch? Das Match ist eh gleich rum, schauen wir uns das noch kurz an. Wir haben hier immerhin 139 XP und lol, wir können MVP holen. Da bin ich gerade komplett blöd. Das ist MVP, oder ne? Kumo! Ja, die kommen auf 570 oder so maximal. Ich müsste uns. What the fuck? Wo habe ich denn den Damage her? Wo zum Fick habe ich den Damage her? Oh, der macht 1, wenn er ankommt. Kann ja gleich mal nachschauen. Ja, Kakuda muss erst in den blauen rein, dass einer von den beiden getroffen wird. Ist der falsche. Ja, okay, die Idee war da. Ja, okay, die Nuke ist aber nicht safe. Jetzt nicht überheben. Nicht überheblich sein. Die ist nicht safe. Du killst dich selber damit, Alter. Der ist doch richtig scheiße gerade. Nimm bloß nicht den Nuke. Gott sei Dank, das ist das Richtige. Da kannst du froh sein auch noch. GG, wir kriegen aber MVP. Hätte nicht gedacht, dass das Damage noch was wird, ne? Das sind auch 1000 XP. Holy shit, ey. 2,8k noch.